Willkommen bei der Entdeckungstour von Assassin's Creed, das alte Ägypten. Willkommen bei Alexandria, Planung der Stadt. Alexanders Plan, seine große Stadt zu bauen, begann mit einem Vers aus Homers Odyssee. Eine der Inseln liegt im wogenstürmenden Meere, vor des Aigyptos Strome. Die Menschen nennen sie Pharos. Geleitet von diesen Hinweisen gründete Alexander der Große seine zukünftige Stadt am westlichen Ende des Nildeltas. Obwohl Alexander diesen Ort als ideal für seine große Stadt betrachtete, gab es dort erhebliche Herausforderungen. Zu schwer zugänglich bei Stürmen, es drohten durch die umliegenden Sümpfe Krankheiten und der Kalksteinboden verhinderte das Wachstum gesunder Pflanzen. Aufgrund des Einflusses seines Mentors Aristoteles erkannte Alexander der Große jedoch, dass der wahre Vorteil die strategische Platzierung war. Alexander wusste, dass er durch die Kontrolle Pelusiums im Osten, Memphis im Süden und seiner krönenden Herrlichkeit Alexandria im Westen ein Dreieck etablieren würde, das ihm erlaubte, das gesamte Delta zu kontrollieren und gleichzeitig den Zugang zum Mittelmeer zu wahren. Die großen Mauern von Alexandria hatten einen bescheidenen Anfang. Ohne Kreide, um die Fundamente der künftigen Stadt zu umreißen, mussten die Architekten stattdessen Mehl verwenden. Schwärme von Zugvögeln stießen herab, fraßen das Mehl und vernichteten die Pläne. Dies veranlasste Alexander, die Orakel um Rat zu bitten. Diese versicherten ihm, dass seine zukünftige Stadt bestimmt sei, eine große Bevölkerung zu ernähren. Ausgrabungen unter der Führung von Mahmoud el-Falaki im 19. Jahrhundert ergaben, dass die Mauerumfriedung etwa 5,2 Kilometer lang und 2,2 Kilometer breit war. Sie war circa 9 Meter hoch. Diese mächtigen Mauern sollten einer Reihe von Angriffen widerstehen, auch denen des Königs von Syrien im Jahre 169 vor unserer Zeit. Erst 295 unserer Zeit fielen sie schließlich. Nach 8 Monaten unerbittlicher Angriffe durch die Truppen des römischen Kaisers Diokletian. Αμελή άνθρωπε, ου κοράν δίνασε. Ο φθαλμού σου κατέχεις ή τι του οίκου σου. σου ελάβνην ούτι γνωσκόμην γε. Κις βέλτιστος. Alexandrias Hauptarchitekt, Deinokrates, wählte einen hippodamischen Rasterplan. Das Raster maximierte die Funktionalität mit breiten, geraden Straßen und darunter verlaufenden Kanälen. Alexander erkannte den militärischen Wert des Stadtdesigns. Die breiten Parallelstraßen ermöglichten ihm eine optimale Überwachung der Stadt und gleichzeitig den ungehinderten Truppenfluss. Ein zentraler Korridor verlief vom Nordzugang des Mittelmeeres bis zum Mariutsee im Süden. Diese Durchfahrt diente als ungestörte Verbindung für den Handel und den Verkehr zwischen beiden Häfen. Viele der Straßen waren von prachtvollen Gebäuden und Parks gesäumt, darunter die Kanopische Straße mit ihrem eindrucksvollen Tor, das an das östliche Ende angrenzt. Wow. Alexandria wurde wahrscheinlich auf einem bestehenden ägyptischen Dorf erbaut. Nach Vollendung verunglimpften die Ägypter die Stadt und weigerten sich, sie beim Namen ihres Gründers zu nennen. Sie behielten den Namen des Dorfes bei, Raket, das Gebäude, was im Hellenischen zu Rakotis wurde. Trotzdem blieb der Name Alexandria erhalten. Whoa! Whoa! Willkommen bei das Serapeum von Alexandria. Whoa, whoa. Unter den unzähligen Prachtbauten und Attraktionen der Stadt galt das Serapeum als schönster Tempel von Alexandria. Das unter der Regentschaft Ptolemäus III. Errichtete Heiligtum lag südwestlich der Stadt, auf einem kleinen Hügel namens Akropolis. Die Fundamente stammten noch aus der Zeit Ptolemäus I. Soter. Besucher gelangten über eine Freitreppe mit 100 Stufen in den Tempelhof. In den Säulengängen rund um das zentrale Gebäude richtete man eine Bibliothek ein. Dach und Säulen waren üppig geschmückt. Die Pharaonen zeigten sich dem Tempel gegenüber immer großzügig, ebenso die römischen Kaiser nach der Eroberung Ägyptens. Der eigentliche Tempel beherbergte die Statue Serapis, der die Kranken heilen sollte. Wow. Seit der 26. Dynastie begannen die in Ägypten lebenden Griechen, den ägyptischen Kult des Apis in ihre religiöse Praxis zu integrieren. Mit der Errichtung der Dynastie der Ptolemäer ging der Apis-Kult weiter in der griechischen Religion auf. Unter der Regentschaft Ptolemäus I. verband man ägyptische und hellenische Gottheiten schließlich zu Serapis. Der Name war das Ergebnis der Verschmelzung von Osiris und Apis. Mit der neuen Gottheit gelang es den Ptolemäern, zwei unterschiedlichen Kulturen ein religiöses Angebot zu machen und einen neuen dynastischen Kult zu erschaffen. Serapis wurde auch mit anderen Gottheiten assoziiert, wie dem griechischen Gott der Heilkunst, Asklepios. Es ist denkbar, dass die Kranken, ähnlich wie im Serapis-Tempel von Kanopos, das Heiligtum besuchten und dort in der Hoffnung auf Heilung in den geweihten Hallen die Nacht verbrachten. Willkommen bei die große Bibliothek von Alexandria. In der Nähe des Palastdistriktes befand sich im Museion die wohl berühmteste Bibliothek der Antike. Die Bibliothek von Alexandria sollte das Wissen der gesamten Menschheit fassen. In ihrer Blütezeit lagerten dort angeblich über 700.000 Schriftrollen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Bibliothek durch Brände und die Kriege zwischen Christen und Heiden schließlich komplett zerstört. Der Verlust der Bibliothek als Gebäude und der ihres gewaltigen Wissensschatzes ist unermesslich. Da keine Beschreibungen erhalten sind, nutzte das Team die Celsus-Bibliothek in Ephesus als Vorbild für die Bibliothek in Alexandria. Obwohl ein großer Teil der Schriftrollenzukäufe von der Regierung finanziert wurde, gab es auch andere Wege des Neuerwerbs. Alle Bücher, die Besucher der Stadt bei sich trugen, wurden beschlagnahmt und kopiert. Die Kopie wurde dann an den Besitzer zurückgegeben, das Original hingegen in die Sammlung aufgenommen. Alexandria bot unzählige intellektuelle und kulturelle Attraktionen. Berühmte Gelehrte aus Athen, Rhodos und anderen griechischen Zentren kamen in die Stadt, um sich weiterzubilden und mit anderen auszutauschen. Das Museum sowie die Bibliothek waren Zentren umwälzender neuer Ideen und kreativer Ausdruckskraft. Die großen Gelehrten der Antike waren meist in vielen Disziplinen bewandert, welche wiederum unterschiedlichen Denkschulen zugeordnet wurden. Zu den berühmtesten Schulen zählten die Peripatetiker, die Stoiker und die Kyniker. Alexandria spielte ohne Zweifel eine große Rolle als Stadt der Intellektuellen und Inspirationsort großer Denker, deren Arbeit unsere moderne Welt bis heute beeinflusst. Hypatia von Alexandria war eine griechische Mathematikerin, Philosophin, Astronomin und Erfinderin. Ursprünglich in Griechenland geboren, ließ sie sich wie viele ihrer intellektuellen Zeitgenossen in Alexandria nieder. Dort wurde sie zur Anführerin der neuplatonischen Schule von Alexandria. Den Quellen zufolge wurde sie von ihren Kollegen in Alexandria als Lehrerin und Philosophin hochgeschätzt. Mit ihrem Tod endete das Zeitalter der großen wissenschaftlichen Errungenschaften der Antike. Kallimachos wurde in Kyrene geboren und in Athen ausgebildet. Danach ging er nach Alexandria, um in der großen Bibliothek zu arbeiten. Der Dichter und Kritiker soll sich gegen das epische Format der Dichtkunst in der Tradition Homers gewandt und stattdessen nach einem kürzeren, nüchterneren Stil gestrebt haben. Seine Epigramme und elegischen Gedichte waren stilbildend und extrem populär. Übertroffen wurden sie nur von Homers Werken. In der Stadt Alexandria verfasste der Mathematiker Euklid, der Vater der Geometrie, sein Werk Die Elemente und legte damit das Fundament der modernen Algebra- und Zahlentheorie. Euklids Überlegungen zur Geometrie sollten zu einem der einflussreichsten Systeme der Mathematik avancieren. Wie kann man den Umfang der Erde berechnen? Mit einem Kamel, zwei Stöcken und den Schatten, welche die Sonne wirft. Genau das beschrieb Eratosthenes von Kyrene in seinem Hauptwerk Geographie, das er als Leiter der großen Bibliothek von Alexandria verfasste. Er soll um 250 vor unserer Zeit auch die Armillarsphäre erfunden haben. Die früheste bekannte und vollständigste antike Armillarsphäre ist das Meteoroskopion von Alexandria mit beeindruckenden 9 Ringen. Die meisten Astrolabien verfügten nur über 3 oder 4 Ringe. Das Meteoroskopion wurde von den alten Griechen hauptsächlich dazu genutzt, um die Position von Himmelskörpern rund um die Erde, die im Zentrum stand, zu bestimmen. Jeder antike Astronom, der etwas auf sich hielt, hätte dieses Instrument benutzt, um die Bewegungen der Himmelskörper besser zu verstehen. Pythagoras von Samos war ein bekannter und respektierter Philosoph und Mathematiker. Bekannt wurde er vor allem für seinen Satz des Pythagoras. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass dieser Satz lange vor Pythagoras in Babylonien und Indien existierte. Daher bleiben bis heute Zweifel an der Urheberschaft.